Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute zusammen Mathematik. Wir sind in der Geometrie unterwegs und heute wollen wir den Flächeninhalt von einem Trapez berechnen. Vorweg, es gibt zwei Formeln, ich zeige euch beide. Man verwendet sie abhängig davon, was man eben über das Trapez weiß. Also, hier kennen wir klein a mit 8 cm und klein c mit 5 cm und die Höhe auf a, also 5 cm. Dann nehmen wir die Formel, die Fläche vom Trapez ist 1/2 mal, Klammer auf, a plus c, Klammer zu, mal h. Okay, dann setzen wir einfach ein. Die Fläche vom Trapez ist also 1/2 mal, Klammer auf, a, 8 cm, plus 5 cm und das Ganze mal 5 cm. Nur einsetzen. Jetzt vereinfachen wir. So, erstmal die Klammer. 8 plus 5, also 1/2 mal 8 plus 5 sind 13 cm und das Ganze mal 5 cm. Okay, das tippen wir jetzt einfach in den Taschenrechner, auch wenn wir es im Kopf könnten. Und dann ist das also, machen wir es richtig, 1/2 und dann mal 13 mal 5 und dann gleich drücken. Und das sind 32,5. Also 32,5 und jetzt hier steht Zentimeter mal Zentimeter, also Zentimeter hoch 2. Immer die Maßeinheiten mitnehmen. 32,5 Zentimeter. Das Quadratzentimeter, Entschuldigung, das ist die Fläche. Okay, so kann man das berechnen. Das ist natürlich richtig. Manchmal müsst ihr aber eine andere Formel nehmen. Das schauen wir uns jetzt an. In unserem zweiten Beispiel kennen wir nur zwei Maße. Wir kennen nämlich wieder die Höhe auf a, 4 cm. Und dieses Mal wissen wir, dass die Mittelparallele 6 cm ist. Okay, und das reicht uns. Wir können nämlich jetzt wieder sagen, die Fläche vom Trapez ist nämlich dieses Mal m mal h oder ha. Okay, so einfach ist das, dann setzen wir das einfach ein. Also, die Fläche vom Trapez ist m, also 6 cm, mal Höhe auf a, 4 cm. Dann wird es ja einfach 6 mal 4, 24 cm mal Zentimeter, Quadratzentimeter. So, und dann sind wir fertig. So einfach ist das. Ihr merkt euch, wenn man den Flächeninhalt von einem Trapez berechnet, dann nimmt man die eine oder die andere Formel, je nachdem, was gegeben ist. So einfach ist das. Okay, das war's.